2 hinten. Komische P vorne. Hatte ich doch aber so gemacht. Ja, dann sollen wir nochmal schnell hin. Schnauze. Ist das Symbol. Muss das sein. So. Aber was ist dieses P? Warte mal, das ist irgendwie richtig. Irgendwie habe ich was getriggert. Irgendwas getriggert. Ja, Marsch. Dieses P sah halt nicht aus wie ein P. Will nicht. The smell. The water is disgusting. In diesen ekelhaften Brunnen jetzt. This box is extremely rusty. I won't be able to open it easily. Ach, genau. It wasn't there a second ago. Ach, genau. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich komme hier nicht mehr raus. Spirit Box, ja. Halt die Fresse.
5:27 a.m. I am now entering Madison Hill's basement. Hill? 1987? I can 1987. See there's a sort of well in the center of the room. Looks like it's open. I'll investigate further. See what's on the other side of this. God, there's a horrendous smell coming from down here. Oh God, I almost can't take it. Time to make things worse. I can't see a goddamn thing down here. Ja, ich glaub's auch nicht. Nicht mehr. Weiter. This cannot be real. So this fucking camera belonged to that woman. Why is this happening to me? I gotta get the hell out of. Kann ich bitte raus? Ich habe keine Lust mehr. Gut, dass keiner zum Klippen hier ist.
Ich werde noch bekloppt. Ich werde bekloppt. Weg rum zurück, sagt er. Na, was für Scheiße haben wir gebaut, wo ich nicht da war? Ah, na! Oh Mann, Strom aus. Geht der Creep los. Madison. Die Box von Madison. Wie soll ich da hochkommen, Minio? Ach, warum frage ich überhaupt solche Sachen? Alterst du eine Zahl, du kannst addieren oder subtrahieren. Doch am Ende aller Tage, wenn die Zeit kommt, stirbst du so oder so. Johnny Maxwell, 56 Jahre alt. I'm carrying too much already. Wow, ich bin beladen. Sicher, das Bild kommt dahin, ne? Five years old. Albert Maxwell, 5 Jahre alt. 43. Rätsel. 43. Sachen ablegen. Thank you.
So, zwei Plätze frei. Spitzenarsch, ey. Macht mich fertig. Ach ja, jetzt komme ich nicht mehr die jede Richtung an. Die andere Richtung. Falsch. Dort. Das ist richtig da. Nirgendwo mehr Bilder. Kann ich es nicht hinhören, das ist... Passt da nicht hin. Es ist schon so, dass ich denke... Weil da macht es ja hier so ein Klickgeräusch. Der Schlüssel von denen ihren Schlafzimmer. The 43-year-old woman was killed by a police officer. The 43-year-old police officer. The 43-year-old woman was killed by a police officer. The 43-year-old police officer. The 43-year-old woman was killed by a police officer. The 43 police officer. Schnauze. Thank you.
What a mess. The entrance key should be somewhere. Why would he keep all this? Grandma died a long time ago. Alle Medikamente drin, ey. Ohne Ende. Grandma's Diary? Man sagt, ein Tagebuch wäre gut für Gedächtnis, da dann werden wir sehen, ob das für mich zutrifft. Heute sind wir zum Garagenverkauf in die Nähe des Zentrums gegangen. Ich habe ein Buch mit tollen Rezepten gefunden. Johnny auch ein Buch, über das er sich vorher freute. Und er deshalb aufs Häuschen, ein wirklich schöner Tag. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht, schon wieder. Ich könnte schwören, dass mich aus der Ecke heraus angestarrt hat. Heute war ein ganzer Schmuck überall im Raum verstreut und mein Hochzeitsring war in der Küchenspüle. Fragte Johnny, wonach er gesucht hatte, doch er schwor, dass er nichts angefasst hatte. Wir wussten, Johnny wieder zu uns ins wir müssten Johnny wieder zu uns ins Bett nehmen. Das Buch, das wir ihm gekauft hatten, bereitete ihm Albträume. Wir müssen zugeben, dass es ein wenig gruselig ist. Mein ganzer Schmuck ist wieder verstreut worden. Ich kann meinen Hochzeitsring nicht finden. Er war ein schönstes Geschenk, das Albert mir je gemacht hatte. Aber heute war Johnny nicht daheim. Manchmal bekomme ich das Gefühl, dass jemand anderes im Haus ist. Und jeden meiner Schritte beobachtet. Albert sagt mir, ich soll mir keine Sorgen machen. Er wird noch denken, dass ich verrückt geworden bin. Was für eine Erleichterung. Ich habe den Ring in Johns Zimmer gefunden. Ich weiß ehrlich nicht gesagt, was ich davon halten soll. Ich konnte letzte Nacht überhaupt nicht schlafen. Diese dumme Geschichte über das augenlose Monster geht mir aus dem Kopf. Und ich weiß nicht, warum ich dieses Scheißbuch gekauft habe. Ich habe eine ganze Weile nichts mehr aufgeschrieben. Die letzten Wochen bin ich zur Arzt gegangen. Etwas stimmte mit meinen Augen nicht. Und die Ärzte wissen nicht, was mir fehlte. Sie schmerzen sehr und ich sehe mir jeden Tag verschwommener. Gott, die Ärzte sagen, dass ich in den letzten Wochen mehr als 40% meiner Sehkraft verloren habe. Ich kann kaum noch lesen, schreiben, Fernsehen, überhaupt noch etwas anderes denken. Irgendwie verschwinden die Pupillen aus meinen Augen. Ich bin diesen Medikamenten leid. Nichts scheint zu helfen. Ich erträge Schmerzen nicht mehr. Warum passiert mir sowas? Ich kann mich kaum noch durch das Haus bewegen mit den Augen in so einem Zustand. Ich ertrage diese Schmerzen nicht mehr. Hilf mir, Gott, bitte. Ich habe furchtbare Angst. Ich weiß, dass jemand im Haus ist, aber niemand glaubt mir. Ich weiß, dass es stimmt. Auch wenn ich es nicht sehen kann, ich fühle eine Präsenz, da lebt jemand bei uns. Ich weiß, dass jemand im Haus ist, ich habe die ganze Nacht über Geräusche gehört. Ich höre, dass jemand atmen gehört habe, als ich im Glas Wasser holen wollte. Ich habe mehr 80% meiner Sehkraft verloren. Die Ärzte sagen, sie finden keine Lösung, ich will nicht länger allein im Haus sein, ich bin hier nicht sicher. Mein Ring war wieder nicht an seinem Platz, aber spielt keine Rolle mehr. Niemand wird ihn jetzt noch finden, denn ich verstecke ihn unter. Ja, wo versteckst du ihn? Drin? Nee, ist leer.